Ja, mein Name ist Martin Schüler vom Online-Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur, und ich freue mich sehr, heute Kevin Kuhn zum Interview begrüßen zu dürfen. Schön, dass ich hier sein darf. Heute soll es vor allem um deine Person gehen, aber auch um grundsätzlichere Fragen der Rockmusik. Ja, meine erste Frage: Wie bist du mit dieser Form der Gitarrenmusik, Rockmusik in Kontakt gekommen und was waren so die Werte oder Aspekte an der Musik, die dich fasziniert haben? Du meinst jetzt speziell diese Form von, du meinst jetzt schon Indie-Gitarre? Ich meine auch schon in Bezug auf die Bands, in denen du jetzt spielst, was es vielleicht auch in deiner Jugend war, was dich da so fasziniert hat, dass du dann den Weg gewählt hast. Ich glaube, ich habe halt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sachen irgendwie daran bewegt. Ich werde mal weiter ausholen. Ich bin schon sehr, sehr früh mit Rockmusik in Kontakt gekommen. Mein Vater hat so VHS-Kassetten mit seinen Lieblingsvideoclips aufgenommen von MTV oder damals noch Tele 5 und solchen Sachen. Und die habe ich mir halt ständig angeguckt. Und ich habe auch, was weiß ich, das Freddie Mercury Tribute-Konzert im Fernsehen gesehen, als ich 3 war, wo die damalige Crème de la Crème der populären Rockmusik aufgetreten ist. Und es hat mich auch schon geprägt. So ab der Grundschule habe ich dann so die ganzen Rocklexika, die man in der Bücherei bekommen konnte, Frank Laufenbergs Rock- und Pop-Lexikon, so quasi durchgeackert und mir auch gesagt, ich will von jedem Interpreten dort halt die Songs kennen. Das resultierte dann daraus, dass ich etwa bis ich 17 war, Bands wie Joy Division nur vom Namen kannte und immer so abgespeichert habe als die New Order Vorgängerband, die mal einen Hit hatten, aber in der Coverversion von Paul Young. Also ich wusste, Love Will Tear Us Apart war ein Top-10-Hit von Paul Young, aber nicht von Joy Division. Und es war dann auch erst, ja, genau. Und danach kam dann so eine Metal- und Hardrock-Zeit für mich, die dann so übergeschwappt ist in den härteren Grunge und dann schlussendlich über Kurt Cobain und dessen Einflüsse so in den Indie-Bereich, so der die ganze Olympia Washington Geschichte, all diese Punk-Rock-Bands, die zwischen den Ramones und dem Alternative-Boom um Nirvana existiert haben. Ich glaube, das war dann so mit 14, 15, 16 dann Husker Du, Minor Threat, The Replacements, Butthole Surfers, Beat Happening, bla 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 bla. Ja, ungefähr so. Also, es war so eine natürliche Entwicklung, aber ich war immer so, ja, ich war eigentlich immer der Rockmusik, der Gitarrenmusik oder der Pop- und Rockmusik sehr zugetan. Ja. Ja, in dem Interview hast du mal gesagt, ich vermisse manchmal ein bisschen den Rock'n'Roll und meinst damit die Attitüde, gerade auch auf der Bühne. Ich erkläre mir das damit, dass, naja, die Musik eben nicht im Zeitgeist liegt und die Intensität so ein bisschen verloren gegangen ist, weil, ja, weil es eben nicht mehr neuartig ist. Würdest du das ähnlich sehen? Und kannst du vielleicht das Zitat ein bisschen näher erläutern noch? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext ich das gesagt habe tatsächlich. Ich glaube, dass der Rock'n'Roll oder das, was so in der goldenen Ära der Rockmusik so Leute getriggert hat, dass sie darauf aufgesprungen sind, hat sich jetzt viel mehr verteilt. Ich glaube, zum einen ist seit den 90er Jahren auch irgendwie Rapmusik der neue Rock'n'Roll, weil halt viele der Akteure, Akteurinnen ebenso diesen, also ich will mal sagen, so Nirvana hat so diesen Rockmythos irgendwie gekillt und danach wurde es irgendwie salonfähig, dass so ganz normale Leute von der Straße, die du so im Coffeeshop triffst, dann halt Songs geschrieben haben und gleichzeitig ist dann halt Rap oder beziehungsweise Gangster-Rap so groß geworden, die halt quasi so P Personen aus einer anderen Lebensrealität irgendwie sind, quasi dieses Outlaw-Image von Rockmusik irgendwie halt weiter gesponnen haben. Ungefähr. Ich würde auch sagen, Videospiele sind der neue Rock'n'Roll. Ich meine, Kanye West ist vielleicht der größte Rockstar gerade, weil er halt auch durch seine oft zweifelhaften Aktionen irgendwie besticht und seine ja, Ansichten. Tja, aber ich weiß nicht, aber gleichzeitig gibt es halt auch wirklich sehr, sehr viele Retro-Bands. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie an der modernen Technik liegt oder wo auch immer, aber es gibt keine Bands, die wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir Innovation sorgen. für Innovationen sorgen, doch gibt es auch, ich meine, es verschwimmt halt auch alles irgendwie. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass, glaube ich, keine große, wirklich große, bedeutende Welle der Rockmusik jemals kommen wird. Also es wird nicht mehr sowas geben wie
weil ich glaube, ich in dem Bereich die Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Vielleicht gibt es allerhöchstens mal irgendwann so ganz kurze Trends, wenn irgendjemand so die auf die Idee kommt, den New Metal nochmal so retroaktiv, diesmal halt dann eher so Billy Talent-mäßiger Dude Rock mit Trap Beats gemischt. Vielleicht dann ist das vielleicht ein halbes Jahr super angesagt, aber ich glaube, das ist irgendwie vorbei. Genügt dir das als Antwort? Das genügt mir. Kommen wir mal ein bisschen. Keine Ahnung, ich bin ja auch ein bisschen Nostalgiker, aber ich sehe auch irgendwie. Ach nee, nächste Frage. Das genügt mir auch. Ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter auch auf deine Person zu sprechen. Seit 2012 bist du ja Schlagzeuger der Band Die Nerven. Ja. Und du bist auch Schlagzeuger der Band Karies. Ja, gewesen. Gewesen? Ja. Tatsächlich? Also heute kam unser Album Alice raus, auf dem habe ich noch mitgespielt, aber ich bin inzwischen ausgestiegen und ersetzt worden durch Paul Schwarz von Humanabfall. Lag das daran, dass es nicht so einfach war, beide Bands unter einen Hut zu bringen? Das auch. Ja, ich habe ja auch noch andere Bands und andere Projekte und Karies war, ich weiß nicht, es war auch immer so anstrengend, weil wir auch alle in verschiedenen Städten gewohnt haben und wir kamen nie wirklich zum Proben. Ich meine, dieses Album haben wir jetzt auch über einen Zeitraum von 10 Monaten aufgenommen und weiß nicht, wollte mich musikalisch auch ein bisschen irgendwie anderweitig umsehen, außerhalb von Post-Punk und Indie-Rock. Ja, hat alles so damit reingespielt. Ja, das verstehe ich. Kommen wir mal auf ein bisschen umstrittenes Thema zu sprechen, und zwar den Gelderwerb. Da äußern sich ja viele Künstler ungern dazu. Und ja, ich glaube, du verdienst seit 3 Jahren dein Geld mit der Musik. Ja. Wie wichtig ist das für dich? Ja, beeinflusst das vielleicht auch unbewusst das Musikschaffen? Und ja, war das von Anfang an dein Anspruch an die Musik oder ist das ja peu à peu entstanden? Ich habe nie damit gerechnet, aber ich glaube, das war schon was, worauf ich irgendwie auch hingearbeitet habe, indessen, dass ich dann auch so viel wie möglich versucht habe zu machen. Und wie wichtig ist es mir? Na, es ist sehr wichtig, weil da hängt ja meine Lebensgrundlage dran. Ganz ehrlich gesagt, es ist wichtig. Ich meine, die Nerven sind ja halt auch, sind wir drei und wir sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich bin sehr froh, dass wir auch als Band funktionieren und dass wir den Luxus haben, regelmäßig spielen zu dürfen, dafür bezahlt zu werden, Platten aufzunehmen. Ich glaube, bei jedem von uns bleibt dann halt auch manchmal, aber nicht wegen der Kommerzialität, sondern ich glaube, wegen, so wie wir halt sind, manchmal die künstlerische Befriedigung ein bisschen auf der Strecke. Bei mir war das teilweise so, aber... In welcher Hinsicht? Ja, dass ich zum Beispiel halt nicht jeden Song auf unserer aktuellen Platte jetzt super geil finde oder jetzt so aus meinem Ego heraus sagen würde, das ist jetzt was, was ich jetzt mega abfeiere. Aber wenn es... Ich sag mal, wenn es dem größeren Gut, dem allgemeinen Gut, ja. Bandintern selbstverständlich, zugute wird und man sich dann auch ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, zugänglicher zu werden, weil, ja, Entschuldigung, sehr unaufmerksam von mir, bevor du hier so einen Tennisarm kriegst. Oh Mann. Boah. Okay, wo war ich stehen geblieben? Bei der Band Die Nerven. Ich muss auch echt so zu meiner Selbstverteidigung sagen, ich bin ja deutlich mehr beeinflusst auch, also ich mag auch den, also ich schätze sehr und ich halte den für wichtig, den DIY-Ethos und wir machen auch alles selber und den Punk-Ethos, aber ich bin auch irgendwie beeinflusst von Bands wie den Beatles und von Kiss und solchen Bands, Queen auch, die halt wirklich auch sehr kommerziell waren, natürlich auch eine künstlerische Vision hatten, aber auch verstanden haben, das zugänglich und für die breite Masse, zugänglich zu machen. Das ist auch ein großer Teil meiner DNA, deswegen sehe ich da nichts Verwerfliches darin, seinen Broterwerb mit der Kunst verdienen zu wollen. Aber wir haben noch nie, also Nerven sind noch weit vom Sellout entfernt, also meiner Meinung nach, auch wenn wir sehr viel Arbeit in unser neues Album gesteckt haben, dass es etwas aufgeräumter klingt als die davor, das muss man auch schon sagen, aber ich fand es spannend und es hat mir auch, und da kam für mich wieder die künstlerische Befriedigung, dadurch zu wissen, dass man zu sowas in der Lage ist irgendwie, ja, also. Ja, das verstehe ich. Kommen wir jetzt mal auf das Thema Inszenierung zu sprechen. Nein, musst du nicht sein.
Und jetzt möchte ich mal Malte Hook von An My Kantarei zitieren. Das ist der Gitarrist, ja. Das ist der Bassist, ja. Nicht in dem Bandnamen. Genau. Genau. Der ist cool. Ich zitiere den jetzt trotzdem. Es kommt vor, dass wir nach einem Konzert am Laptop vor unserem Fotografen Martin stehen und uns überlegen, welches Bild cool ist. Wir diskutieren darüber und nehmen bewusst keins, bei dem wir mit Bierflaschen und einem dicken Joint zu sehen sind. Ihr wählt da ein bisschen einen anderen Weg. Ihr hattet zum Beispiel den Instagram-Kanal von Arte Tracks übernommen und habt sehr stark auf Provokation gesetzt, würde ich sagen. Ich sehe dich hin und wieder nackt auf der Bühne, oberkörperfrei. Ja, wie stehst du zu dem Thema Inszenierung? Zu dem Thema Inszenierung jetzt allgemein, oder? Vielleicht auch auf diese, gerade auch auf diese sozialen Kanäle bezogen. Also Inszenierung, ich sag mal, solange es von Herzen kommt, anything goes irgendwie. Ich meine, man kann sich auch Gedanken machen, wie man sich, man kann sich durchaus Gedanken machen, wie man sich darstellen möchte. Und es ist irgendwie stark im Kontrast, was du gerade erwähnt hast, weil ich dachte, jetzt durch diese ganzen Social-Media-Geschichte und dass man Insta-Stories aus dem Backstage quasi nachgeworfen bekommt von jeder Band, dass dadurch, glaube ich, irgendwie so Sachen wie Mythen oder diese Idol-Bilder, dass es alles ein bisschen zerberstet, aber das wusste ich gar nicht, dass An My Kantarei sich selber auch so selbst filtern. Also ich bin auch da der falsche Ansprechpartner, wenn es jetzt um Social-Media geht. Ich bin da extrem hinterher und weiß nicht, mich macht auch auf längere Sicht Social Media ziemlich depressiv, muss ich sagen. Es ist überhaupt nicht meins. Ich konzentriere mich da eher, ich bin da eher traditioneller veranlagt, schätze ich. Also mir geht es schon um einfach die Shows spielen und die Shows gut spielen und coole Platten machen und um den Rest soll sich jemand anderes kümmern. Also ich weiß nicht, bei meinen eigenen Social Media Kanälen poste ich eigentlich meistens nur absoluten Bullshit. Irgendwie, ich finde Social Media absolut lächerlich, teilweise. Größtenteils. Was ich damit auch gemeint habe, dass An My Kantarei eben, naja, großen Wert darauf legen, was sie an die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Und wenn ich jetzt an Bands wie Switcher denke, die teilen dann wirklich alles, so den Backstage, den Suff, die Drogen. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Wege, um sich irgendwie nach außen zu präsentieren. Und zusätzlich setzen An My Kantarei eben eher auf diese Natürlichkeit und, weiß nicht, und dann gibt es eben diese andere Fraktion, die eben auf Provokation setzt. Mhm. Und ja, das habe ich damit eher gemeint. Ja. Auf Provokation setzen, nur mit so ein bisschen Drogen und Alkohol, das ist doch nichts Neues. Naja, aber für die breite Masse schon. Mhm. Da hast du doch die Antwort. Ich denke, An My Kantarei wollen halt eine breite Masse ansprechen. Und ich glaube, Switcher sind halt auch einfach so und haben da halt weniger Hemmschwellen. Aber meinst du, dass das irgendwie so, ja, haben An My Kantarei wirklich so ein hochpoliertes Saubermann-Image irgendwie, ja? Hat mich nie so richtig mit denen befasst. Ja, die haben zum Beispiel mal Wanda dafür kritisiert, dass sie mit Zigaretten auf der Bühne stehen. Mhm. Oh Mann. Da kann ich fast gar nichts dazu sagen. Da fällt mir ein, dass damals das erste Arctic Monkeys Albumcover, hey, da ist Tobias Bamborschke. Bambi, unser Freund Bambi. Oh Gott, der kommt zu uns. Cool, cool bleiben. Hey, wie oft wird in euren Worten, in euren Texten, wie oft wird da Bier und Drogen erwähnt? Tobi, ja. Möchtest du dich dazusetzen? Ich bin ein bisschen ratlos. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob wie An My Kantarei und Switcher ihr Image. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja, magst du ein Stück Kuchen? Wie geht's dir? Ja, prima. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich so. Es läuft gut. Fragen gestellt bekommen. Schwere. Ja. Das ist schon ein bisschen. Weiter. Ja, machen wir weiter. Ich weiß darauf keine Antwort. Ich meine, es ist, ich glaube, jeder Band selber überlassen, wie sie sich präsentieren möchte. Okay. Mich schockt da irgendwie nichts mehr. Ja.
Kommen wir mal auf ein weiteres, ja, unangenehmes Thema zu sprechen. Und zwar das Thema Konkurrenz zwischen Bands. Jetzt bist du ja seit 6 Jahren Teil, naja, der Szene. Und in den vergangenen Jahrzehnten war das ja ein großes Thema irgendwie, ja. Die Feindschaften waren auf den Titelseiten, ich denke da an Oasis und Blur. Wie nimmst du das wahr in dieser Szene? Wir verstehen uns bestens. Wir hassen uns, wer bist du eigentlich? Ist wirklich lecker, ja. Wie heißt denn das Ding? Ich weiß nicht, ich glaube, es gab vielleicht so 2, höchstens 3 Mal jetzt mit den Nerven vielleicht so winzig kleine Meinungsverschiedenheiten, vielleicht auch durch dumme Social Media oder irgendwelche Interview-Nebenbemerkungen. Und ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, keine Band, außer natürlich solche Bands wie Freiwild, gegen die wir uns jetzt explizit positionieren würden, möchten, aber ich weiß nicht. Wir haben ja mal auf unserer Seite gepostet, findet irgendjemand Kraftklub ernsthaft gut? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, also ich habe nichts gegen die Jungs von Kraftklub, aber ich glaube, das ist irgendwie auch mein Ansporn, eben nicht solche Musik zu machen, wenn ich wieder so eine Kontroverse. Sorry. Ich komme da von ganz woanders. Ja, Tobi. Ich bin jetzt voll arrogant, aber so meine ich das gar nicht. Überhaupt ich nicht. Dachte, ich gebe dir einfach ein bisschen Futter. Kontroversen. Ja, ich bin dir sehr dankbar. Tobi, ich möchte dir die gleiche Frage stellen. Mir? Aber ich bin doch gar nicht... was soll ich beantworten? Du bist jetzt unser Stargast. Ich war gerade... Konkurrenz. Ja. Ihr seid ja eigentlich ein relativ populäres Beispiel. Ihr hattet ja mal Konkurrenten so in dem Spektrum. Ich würde der Musik, der deutschsprachigen Indie-Rock-Befindlichkeits-Quote-on-Quote-Musik. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, ernsthaft. Also ich glaube, wenn es darum geht, so irgendwie geile Bookings für Festivals abzuchecken, tritt dann vielleicht schon so mal was wie eine Ellbogengesellschaft aus, weil sich dann zum Beispiel, ich kann jetzt droppen, jetzt die Nerven wurden angefragt, jetzt heute Abend Jack White zu supporten in Berlin, aber stattdessen hat sich Jack White für Patrick Wagners Gewalt entschieden und ich weiß nicht, aber da war jetzt niemand irgendwie gekränkt deswegen, es ist halt einfach so. Mhm. Gewalt ist auch eine gute Band. Ja. Na, ich denke zum Beispiel an euer Konkurrenz so richtig nicht, nein, no. Null. Ich denke zum Beispiel an euer kleines Scharmützel mit dem Künstler Drangsal. Das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen verlaufen und ihr seid wieder, ja, ja. Ihr habt euch vertragen. Ja, der hat halt früher immer in Interviews irgendwie gesagt, dass wir unfassbar scheiße sind. Und irgendwann hat er, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich ein Hurensohn wäre oder so. Aber, Habt ihr gesagt? Er hat das gesagt, aber ich weiß nicht, war mir eigentlich relativ egal so. Und dann habe ich ihn irgendwann getroffen und er war total nett und dann war alles gut. So, ich weiß ich nicht. Ja. Ich komme gut klar mit Max Gruber, ich schätze ihn. Er ist sehr talentiert. Er ist der Größte. Naja, blicken wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz in die Zukunft, ja? Ach, das war's schon. Nein, wir blicken jetzt in die Zukunft. Sag doch nochmal, warum ich nackt auf der Bühne stehe. Warum stehst du nackt auf der Bühne? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich. Ich sitze ja auch meistens. Ja, das kam jetzt erst so 4 oder 5 Mal vor, aber ich glaube, das ist einfach für mich selber ein schönes Gefühl. Nicht, also nackt. Ich meine, es ist einfach ein sehr schönes Gefühl von Freiheit irgendwie. Und. Mir ist es immer lieb tatsächlich bei Konzerten, okay, das hat sich manchmal sehr, sehr seltsam geäußert, so ein bisschen mit den Erwartungen an so ein Konzert zu brechen. Das kann auch irgendwie darin sich äußern, dass man dann mal nackt spielt, okay, das ist billig, Bloodhound-Gang-Style, ich weiß, mir macht Spaß. Oder dass man statt einer Gitarre eine Wassermelone auf der Bühne zerschlägt oder das Publikum ein bisschen beleidigt mit ein paar überheblichen Sprüchen, die alle nicht ernst gemeint sind, es ist einfach nur Performance. Aber es ist einfach, ja, ein bisschen so... Also auch die Atmosphäre im Raum einfach ein bisschen zu verändern und gucken. Ich finde es halt toll, wenn Leute bei einem Konzert so quasi innerhalb von 50 Minuten wirklich alle Emotionen irgendwie durchleben. Ich meine, wir haben ja unsere
harten, schweren, düsteren Weltschmerz-Songs, die dann auch wieder durch irgendwie Melodien und ruhige Parts dann wieder abgelöst werden. Es ist Spannung aufbauen und dann ablassen. Es ist eigentlich wie bei einer Comedy-Show, dass man Spannung aufbaut und dann kommt die Pointe, wo man wieder, und keine Ahnung, wir machen lustige Fressen, machen ulkige Rockposen. Ja, einfach, ja. Macht das Sinn, was ich eigentlich gerade sage? Das macht absolut Sinn. Ja, ist auch immer gut, wenn was passiert einfach auf der Bühne, ne? Ganz genau. Das ist nämlich das Ding. Ja, vielleicht, genau, das ist der Rock'n'Roll, den ich vermisse irgendwie. Wir haben teilweise, wenn wir mit den Nerven in Holland gespielt haben, haben wir manchmal irgendwie gespielt zwischen zwei britischen Retro-Rock, 70s-Rock-Bands, die halt wirklich irgendwie die richtigen Verstärker spielen, die richtigen Pedale benutzen und die richtigen Fransenjacken tragen, den akkurat gestutzten Drei-Tage-Bart, Haare auf Kinnlänge, die halt irgendwie die Entschuldigung. die gleichen Jimi Hendrix-Riffs nochmal aufwärmen und dann am Ende der Show, nachdem sie ein Stück gespielt haben, was sich überhaupt nicht von den anderen Szenen in ihrem Set irgendwie abgehoben hat durch Intensität oder irgendwas, schmeißen sie einfach ihre Gitarre auf die Bühne und laufen einfach von der Bühne als und sehen dann halt so aus wie so Figuren aus so einem Jack Daniels Werbespot irgendwie, die halt und das ist halt so, ich glaube, das sind halt die Bands, die den Rock'n'Roll halt zurückbringen wollen, aber sowas meine ich gar nicht irgendwie. Bisschen mit Erwartungen brechen, ein bisschen, ja. Ich finde das sehr gut, was du gesagt hast. Ja, ist es nicht traurig, dass ich immer irgendwie so meine Standpunkte irgendwie äußern muss, indem ich irgendwas erzähle von Überdruss an irgendwas, ne? Nein. Es muss eine bessere Argumentationsebene geben als das. Ist aber auch berechtigt. Ist eine berechtigte Meinung, die man auch mal irgendwie nach außen tragen kann. Sollte. Darf ich dir eine extrem peinliche Frage stellen? Ja. Ich habe mich immer gefragt, irgendwie so, für mich war so immer das Trademark so in der Corporate Identity von Isolation Berlin, diese Mütze, die John Lennon in A Hard Day's Night trägt, die du und Max manchmal auf Fotos getragen haben, ja, sehr oft, war das, ja, die tragt ihr auch so privat, oder? Das war jetzt kein so ein Image-Ding, oder? Um so ein bisschen auf dieses coole Beatles-Image zu kommen oder so. Die Antwort ist ganz einfach. Entschuldigung, ist... Soll ich das beantworten? Ja, sicher. Die Antwort ist extrem einfach. Ich hab sehr seltsame Haare. Und ich wusste nie, was ich mit meinen Haaren machen sollte. Und irgendwann war ich in so einem Secondhand-Laden und dann habe ich da diese Mütze gesehen und dann habe ich die aufgesetzt und fand dann wieder, dass es gut aussah. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die zu tragen und das ist die ganze Geschichte. Als ich euch noch nicht so gut kannte, als ihr gerade eine EP draußen hattet, ist das irgendwie mir am meisten so hängen geblieben, diese Mützen irgendwie. Das war schon... Mir am Anfang auch so, als ich die Band kennengelernt habe. Ja. Das war keine bewusste Entscheidung, es war einfach, meine Haare sahen blöd aus und dann... Manchmal, also ich würde sagen, bei manchen Künstlern fällt es halt einfach so zusammen irgendwie. Hm. Manche Bands, die haben es halt irgendwie schon von Natur aus einfach drauf irgendwie. Die Ästhetik hat perfekt gepasst, so Musik irgendwie bei Isolation. Genau, ja. Von Anfang an klar das Bild, es war mir auch sehr wichtig, deswegen mag ich euch. Wegen der Mütze. Ich muss auch dran denken, auch so eine Band wie Pisse zum Beispiel, die so Social Media komplett meidet, gar keine Band, keine Interviews, keine Bandfotos, haben auch wiederum ein Image, dadurch durch dieses krasse Anti-Image irgendwie. Und deswegen sind sie auch so, also für die Art von Musik ziemlich big eigentlich, ja. Also wie es halt zusammenfällt irgendwie. Ich glaube auch eine Band wie Girls, die sind einfach wie sie sind und Nerven sind eigentlich auch solche Spacken, wie sie halt wirklich sind. Ja. Und jetzt wirklich zu meiner letzten Frage. Blicken wir nochmal in die Zukunft. Aus einem Interview mit Noel Gallagher will ich jetzt zitieren. Der hat gesagt, auf die Frage, ob Rockmusik irgendwann den Weg in den Mainstream finden wird, folgendes. Das kann aber noch ewig dauern. Ich glaube nicht, dass das noch in diesem Jahrzehnt passieren wird. Rockmusik ist erstmal tot, Indie wieder in der Nische. Das liegt an der Industrie, vor allem aber am Fehlen von Bands. Bands können eine unvergleichliche Power haben. Es gibt nur keine mehr. Und selbst die Bands, die vor 10 Jahren groß geworden sind, wie Arctic Monkeys oder Kasabian, die haben nichts zu sagen. Worum geht es in den Texten von Kasabian? Wie steht ihr zu dem Thema? Ich weiß nicht, worum es in den Texten von Kasabian geht.
Du weißt aber, worauf ich hinaus will. Ich habe ja vorher schon gemeint, dass ich der Meinung bin, dass es kein wirklich großes Rock-Revival geben wird. Vielleicht wird man so ein solches so benennen, wenn wieder 3 oder 4 Bands einen ähnlichen Stil verfolgen und damit einen gewissen Bekanntheitsgrad sich erspielen. Ich glaube einfach, wenn man halt heutzutage eine Rockband ist, sind eigentlich durch das Internet die Chancen relativ gleich zu beginnen, indem man halt alles droppen kann. Und dann ist es, glaube ich, nur noch, wie viele verschiedene Demografien man anspricht mit seiner Musik, wie viele Märkte man damit. Also ich meine, wenn man eine Band hat, die ein bisschen einen Fuß im Indie-Bereich hat, ein bisschen Fuß im Stoner-Rock und vielleicht ein bisschen mit Punk kokettiert, dann sind es vielleicht schon mal mehrere Gruppen. Und ich glaube, so sammelt sich das auch. Oder ich meine, so die größeren Rockbands wie Tame Impala haben halt auch sehr große Schnittmengen, dass sie halt irgendwie so einen 60s-Psychedelic-Sound fahren, aber halt auch keine Berührungspunkte mit halt Dance-Music aus den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten halt haben und süße Pop-Melodien. Und ich glaube, das ist einfach gerade so der Schlüssel zum Erfolg vielleicht einfach. Ja. Oder bezieht sich das überhaupt, was jetzt der Oasis-Typ gesagt hat? Was hat er nochmal gesagt? Es war viel zu lang. Musik tot sei. Nein, nein, nein. Rock'n'Roll can never die. In der Nische. Ja, das habe ich ja vorgelesen. Ja, nein, ich habe es nochmal nachgelesen. Jetzt. Ja. Aber irgendwie, ich finde es auch gut, wenn Rockmusik wieder zurück in den Underground oder im Underground bleibt. Rockmusik ist vielleicht dann auch am effektivsten, wenn es halt irgendwie der Sound wird für halt verzweifelte Jugendliche, die halt mit der Mainstream-Gesellschaft nicht mehr klarkommen, konform gehen, will ich sagen. Und dann sollte vielleicht Rockmusik da irgendwie so neue Impulse setzen und ja, vielleicht auch ein bisschen Eskapismus bieten, finde ich auch immer gut. Ja. Tobi, wie stehst du dazu? Ich sehe das genauso. Ja? Schon, ja, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich, weiß nicht, mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, ob es jetzt groß oder klein ist. So. Also mir ist es, sobald man so erfolgreich wird und bei einer großen Firma, und dann ist da so viel Druck und dann gibt es so viel Meinung am Ende, weil dann geht es um Verkaufszahlen und ich glaube, dann hemmt es total die Kreativität und macht eine Band dann langweilig, weil sie sich nichts mehr traut oder so. Von daher glaube ich, dass es eher förderlich ist, wenn es kleiner ist. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei Kevin Kuhn und bei unserem Gast Tobias Bamborske für das nette Gespräch. Ich bin sehr zufrieden. Ja, freut mich. Freut mich. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal so über Rockmusik zu reden. Aber ja. Dann gute Nacht.